Winter ziehen sich bekanntlich die Fußballer in die Hallen zurück und überlassen den Wintersportlern das Feld. Schon zu einer guten Tradition ist der Indoor-Regio-Fußball-Cup geworden. Das Finale bestritten der BSC Freiberg und eine U23-Auswahl von Wismut Aue, wobei die Veilchen von den Freibergern geschlagen wurden. Der FSV Motorbrand Erbesdorf kam in der 8. Auflage dieses Turniers nicht ganz so richtig zurecht. Wir haben zum ersten Mal heute in der Halle gespielt, ohne Hallentraining und alles. Wir haben bis zum Sonntag Punktspiele gehabt draußen. Ich war zufrieden, die Jungs hatten Spaß und Freude, alles andere ist egal. Insgesamt verlief das Turnier sehr diszipliniert und fair. In der Adventszeit 2014 zogen die ersten Asylbewerber in Brand Erbesdorf ein. Die Emotionen schlugen hoch und Oberbürgermeister Antonow versuchte, die angespannte Lage zu beschwichtigen. Es macht mich traurig, wenn dem Objekt mit Farbbeuteln und Feuerwerkskörpern zu Leibe gerückt wird. Das ist keine gute sächsische und schon gar keine Brand Erbesdorfer Art des Willkommensagens. Hier müssen wir einfach mit Gelassenheit lernen, miteinander umzugehen, fair, mit Respekt und Aufmerksamkeit, nach dem Motto Leben und Leben lassen. Bereits zum 44. Mal trafen sich hartgesottene Motorradfreaks in und um die Augustusburg herum. Mit Schnee gab es keine Probleme, aber ein permanent anliegender Wind forderte die Improvisationstalente der Biker heraus. Guck mal, da an der Seite, da klemmt. Wir heben irgendwo das Auspuffrohr schon raus, jawohl. Aber hochschieben muss es auf alle Fälle. Gegen die Wetterkapriolen wurde einiges ausprobiert, sogar gebetet. Lieber Gott im Himmel, lass bitte das Zelt stehen. Die Diskussionen um das ehemalige Hansa-Gelände gingen munter weiter. Der Rewe-Lebensmittelkonzern zog sich im Bieterwettstreit zurück und die Edeka-Handelskette gab das höchste Kaufangebot für diese Industriebrache ab. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann positionierte sich zur Asylantenproblematik. Schon damals führte die konzentrierte Unterbringung von Flüchtlingen zu Ängsten in der Bevölkerung und zu Konflikten unter den Heimbewohnern. Nach Lösungswegen wurde schon im Januar gesucht. Ich denke, wir müssen den Kommunen auch seitens des Bundes noch mehr Unterstützung angedeihen lassen. Wir haben da schon finanziell einiges getan, aber wir müssen auch die Länder, also auch den Freistaat Sachsen, noch ein bisschen mehr dazu animieren, dass auch er die Verfahren strafft und dass auch er bei der Überweisung vom Erstaufnahmelager in die einzelnen Kommunen mehr Sensibilität an den Tag legt. Das Bernhard-von-Cotta-Gymnasium öffnete wie jedes Jahr seine Türen. Der Andrang von eventuellen Neuschülern und deren Angehörigen war wie immer groß. Fremdsprachen standen dabei hoch im Kurs, darunter auch Chinesisch, bekanntlich nicht die leichteste zu erlernende Sprache. Also es geht eigentlich, man kann sich vieles auch durch Zusammenhänge erschließen. Also es gibt viele Wörter, die auch mit den Betonungen nur auseinandergehalten werden können. Wir besuchten die Freiberger HSG-Handballer. Die sogenannten Dachse haben ein Handballspiel entwickelt, welches deutschlandweit für Furore sorgte. Wir legen natürlich sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir sehr offensiv arbeiten, weil wir mit unseren kleinen Leuten uns sonst von hinten mehr oder weniger erschießen lassen würden. Und deshalb haben wir einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Die ganzen Jahre haben das immer wieder weiterentwickelt. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Sie sehen das sehr schön hier, zwei Mann, einer verteidigt, ganz sauber abgewehrt. Rasanten Wintersport der nicht ganz alltäglichen Art konnte in Seida bewundert werden. Ski-Curing, also die perfekte Symbiose aus Hänger und Fahrer bei atemberaubender Geschwindigkeit. Nach 2 Jahren Pause ging das größte Rennen dieser Art in Deutschland wieder über die gut präparierte Piste. Nichts für Weicheier. Also es ist schon keine Kaffeeveranstaltung. Ja, es ist Motorsport, knallharter Motorsport. Die Schlittenhunde und ihre Mascher fanden exzellente winterliche Bedingungen in Nassau vor. Das zog natürlich zahlreiche Zuschauer an die verschneite Strecke, darunter viele Ersttäter. Ich bin auch erst zum ersten Mal beim Hunderennen, scheint sehr interessant zu sein. Hab schon ein paar herrliche Fotos gemacht, also schöne Tiere dabei. Erstaunlich. Also mir gefällt's. Auch vor allem Wetter stimmt, perfekt. Der Fasching zog natürlich wieder alle Hobbynarren in seinen Bann. Wir waren natürlich mittendrin im karnevalistischen Trubel. In Kemmerswalde trieben Hexen und Geister ihr Unwesen. Dabei wurde die Frage beantwortet, was macht man, wenn der Tod an die Türe klopft und die Ehefrau im Bett liegt? Ich bin der Tod, ist ja heute Nacht ein von euch holen. Schatz!
Es ist für dich. Die Langenauer waren ritterlich und mittelalterlich unterwegs. Es ging um Minne, holde Weiblichkeit und zwei schwule Prinzen, von denen einer dem närrischen Volk sein Lied klagte. Und ich hab doch mal Nächte und eine Frau. Das ist das Schlechte. Dem Publikum gefiel es. Totale Spitze, also Spaß. Den hatten die Burkersdorfer auf alle Fälle, denn sie schauten Beate Use unter die Bluse. Dass es dabei nicht gerade jugendfrei zuging, war zu erwarten. Vom heißen BNC-Treiben auf die winterlich kühle Piste des Holzhauer Skifaschings. Dort wurde die nervige Reklame im Fernsehen auf die Schippe genommen. Was lag näher, als das Rechenberger Bier mit einem neuen Werbespot zu versehen? Ohne den Braumeister wäre das Leben trüb. Es gibt kein Bier, das so beliebt. Das Rechenberger aus dem Fasse berauscht uns alle und schmeckt einfach klasse. Wie wird unser Rechenberger dunkel und unser Bockbier die braune Färbung bekommen, erklären wir euch beim nächsten Mal. Wir trinken Bier, das hält uns fit. Wir können doch mal nur schreien, dann trinken wir Aquafit. Aquafit trank man bestimmt ebenfalls in Berthelsdorf. Dazu begab sich der FKB in die große weite Welt des Internets und wurde mit den Hähnchen Google sowie Google Plus konfrontiert. Aber Begeisterung sieht irgendwie anders aus. Heimat! Heimat! Das Gezeigte kam an, doch Kritik soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Programm war super. Kam super auf die Musik. 5-. Jetzt ging's auch zum Anfang. War's nicht schön. Wir wollen ja auch ein bisschen tanzen. Tanzen wir nun geistig zu unserer letzten Stippvisite in Sachen Karneval. Seit 32 Jahren steppt in Lichtenberg der närrische Bär. Dieses Jahr waren im Olymp die Götter los. Schwere, historische Kost wurde faschingsgemäß aufbereitet. So ging es bei einem Wettstreit zwischen Gott und Teufel um die Seele des Weigmannsdorfer Fleischers. Selbiger musste nicht in die Hölle. Du willst nicht in die Hölle? Okay, du willst nicht in die Hölle? Ich weiß ein Wort, der zehnmal schlimmer als die Hölle. Ab jetzt sollst du auf ewig in Weigmannsdorf leben. Der langjährige mittelsächsische Sparkassenvorstandsvorsitzende Harald Menzel wurde feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Fast 40 Jahre hatte er in verschiedenen Ämtern, Gremien und ehrenamtlich seinem Bankhaus gedient. Auch das Sparkassenfinanzkonzept brachte er mit auf den Weg. Eine reife Leistung, denn inzwischen, und das vielleicht für die Anwesenden, die das nicht kennen, ist dieses Beratungsinstrument von der gesamten deutschen Sparkassenorganisation übernommen und wird von den Sparkassen auch eingesetzt. Nach einem Jahr Pause wegen Schneemangels konnten die Sachsenmeisterschaften im Langlauf wieder in Holzhau durchgeführt werden. Alles, was im nordischen Skisport von 20 bis 76 Jahren trainiert, war zum Kräftemessen in unsere Region gekommen. Was sie vorfanden, waren bei über 1000 Starts exzellente Bedingungen. Eine schöne Strecke, Skating wie im Klassisch, zwei verschiedene Runden. Sehr schön, auch für das Niveau, was hier stattfindet. Also super Lob an die Veranstalter.